Dann gehen wir mal rauf, würde ich mal sagen, ne? Weil unten haben wir jetzt, glaube ich, alles. After Mountain disappeared, Da stehen auch Mom einige sealed up Bücher. all the bedrooms. Then Edie retaliated and drilled peepholes. Gucklöcher. Das heißt, man kann in jedes Zimmer reingucken, oder was? Über die Gucklöcher. Das würde mich mal so interessieren, ob das wirklich der Fall ist. Oh, Barbara, 1944 bis 1960, 16 Jahre alt. Barbara was a child star for 2 years, until America grew out of it. Barbara dürfte anscheinend so eine Art Hollywood-Star gewesen sein, eine Schauspielerin, Hollywood-Sternchen, weiß ich nicht. So, hier haben wir auch einen Haufen Bücher. Alter, wie viele Bücher gibt es denn hier in dem Haus? Ist ja unfassbar. My Friend Bigfoot, Barbara Finch. Whenever people ask me about my family, the first thing they always want to know about is Barbara. Now showing. Also wird jetzt gerade gezeigt, Barbara Finch bei, also im Film My Friend Bigfoot. Deswegen wahrscheinlich auch die Spieluhr mit dem Hintergrund mit Bigfoot. Jetzt verstehe ich das. Die hat dann anscheinend einen Film mitgespielt, der sich Mein Freund Bigfoot nennt. Okay, wenden wir hier. Edie's father Odin built the original house. Odin. War Odin nicht ein Gott? Also war Odin nicht eine Gottheit? Odin, Odin. War das nicht der Gott des Feuers? Ich glaube, Odin war doch die Gottheit des Feuers, oder? Oder täusche ich mich da? Ich glaube, Odin muss die Gottheit des Feuers gewesen sein damals. Oder des Feueratems oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Da haben wir nochmal ein paar Insekten, die hier ausgestellt wurden als Gemälde. Naja, ich habe eher Blumen getrocknet und dann gepresst, anstatt hier Insekten ausgestellt. Das finde ich irgendwie ein bisschen skurril, das Ganze. Sven Hofstede, Finch und Ide. Ah, das sind die beiden Ältesten anscheinend. Scheint The mir last zumindest time I was so. in Edith Senior's room, I was 10 and she was painting my portrait. Wow. Gut, viel sieht man hier nicht, außer ein paar Bücher wieder und da hinten halt so eine kleine Kuschelecke oder so, weiß ich nicht. Aber das dürften anscheinend die beiden Ältesten sein. Kommt mir so vor. Gregory, 1976 bis 1977. Uiuiui, der ist auch nicht alt geworden, kann mal ein Jahr alt. As a kid, I just assumed every house had peepholes and sealed rooms you weren't allowed inside of. Okay, ein sehr merkwürdiges Zimmer tatsächlich. Ein sehr merkwürdiges Badezimmer. Sehr rosa gehalten. Aber warum Gre Moment mal. Gregory hat aber nicht im Badezimmer gewohnt, oder? Das kann ich mir nicht vorstellen, dass Gregory in dem Badezimmer gewohnt hat. Das muss vielleicht der Sterbeort gewesen sein, an dem er gestorben ist. Weiß ich nicht. Gregory, 1976 bis 1977. Und hier. Amerikanische Flagge und hier Weltraum mit Astronauten und so. Kelvin und Sam. Aha! Kelvin, 1950 bis 1961. 11 Jahre alt geworden. Und Sam hat ja auch gewohnt. Aber warum steht hier My Grandpa Sams Sam Datum spent nicht? 7 years sharing a room with his dead brother, Calvin. Okay. Da haben wir eben dieses typische Weltraumgedöns, ne? Also das Saturn und die Sterne und so, ne? Und eine typische Bettdecke mit Mond und Sternen drauf. Ja. Aber sowas hätte ich mir auch damals gewünscht, natürlich. Sowas hätte ich mir damals gewünscht. So. Was haben wir hier? Da ist auch noch was. Molly. 1937 bis 1947, 10 Molly Jahre always alt. seemed like a girl I could imagine being friends with, if she hadn't died in 1947. Okay, da gibt es einen Hamsterkäfig oder ein. Ja, ein Hamsterkäfig muss das sein oder Meerschweinchenkäfig. Und das dürfte ja anscheinend auch so ein typisches Prinzessinzimmer gewesen sein, ne? Also so sehr stark in Rosa gehalten. Ja. Sieht gut aus. Aber 10 Jahre alt gerade mal geworden. Uiuiuiui.
Nicht gerade alt. Kajak? Ah ja, wir haben ja vorher unten in der Garage einmal einen Kajak gesehen. Dürfte anscheinend jemand Kajak gefahren sein. Okay. Wenn das Molly ist, dann hat anscheinend irgendjemand das Bild verunstaltet. Weil das hier ist nicht Mollys Nase. Definitiv nein. Da haben wir wieder ein paar Insekten. Da ist ein Taucher abgebildet. Ich weiß aber nicht, wer das ist. Und hier haben wir einen alten Großvater. Könnte vielleicht Sven gewesen sein oder Louis. Ich weiß es nicht. Ich glaube eher Sven. Sven war, glaube ich, eher der Ältere. I spent So, a was haben wir lot of hier? time playing in Great Uncle Walter's room. I think my mom sometimes regretted not sealing it up. Hm. Aber wenn du in dem Zimmer bist, ne? Ich meine, klar, es ist nicht möbliert oder so, ne? Aber wenn du in dem Zimmer dich aufhältst, glaubst du wirklich, du bist unter Wasser? Weil mit den ganzen Fischen hier, mit den Haien oder Fischen und dann hier, das Wrack eines untergegangenen Hauses. Hier haben wir auch nochmal ein Hai. Und da haben wir allerdings einen Zug. Was der hier zu suchen hat, weiß ich nicht. Es sei denn, der ist untergegangen. 249. Zug 249 oder Zugabteil 249 oder Zugwaggon 249. Ich weiß gar nicht mehr. Louis told me there So. were secret passages, but I never believed him. Geheimgänge. Können wir da einen Schlüssel reintun? Passt der? Ja, der passt sogar. Ja, nice. Turns out, Dann machen my wir das mom mal was really auf. good at keeping secrets. Ah, ja. Na dann. Now it was time to find out what my mom Boah, had wie been nice ist afraid das of. denn? Wie cool ist das denn bitte gemacht? Und wie schlank sind wir bitte, dass wir da reinpassen? Oder da durchpassen? Wow. Nicht schlecht. Reading this, Ein maybe it sounds Kinderwagen. like I had a plan. Ein Kinderwagen mit einem Teddybär und einem Hasen From drin. the paintings on the wall, it was clear my brother Milton had been here before me. Milton hat das anscheinend in der Wand gemalt. Und wenn ich solche Gemälde sehe, dann komme ich mir direkt wieder vor wie in der Kirche. Uiuiuiui. Okay. Ein Mädchen mitten in einer schönen Landschaft mit einem Haus und ein paar Bäumen im Hintergrund. Schön. Okay, dann machen wir hier mal auf, But I ne? had no idea what was behind that door. Na, dann schauen wir mal. Ach je, da kommen wir in Mollys Zimmer. Ja, Just like I nice. had no idea where all this was gonna lead. Ein Zugang zu Mollys Zimmer wird gespeichert. Wuhu, schön. I grew up looking at Molly's room through the peephole. Naja. Und da haben wir den Hamster. Was haben wir da drin? Molly's gerbil had a tiny bedroom with its own even tinier gerbil cage. Ne. Auch nicht schlecht, so eine Art Labyrinth. Schön. Okay, aber der Hamster ist auch weg. Also dürfte anscheinend nichts mehr von dem übrig sein. Eine Being inside for the Qualle. first time, I felt like I'd stepped behind a painting. Eine Qualle, okay. Molly. Und ein Schloss, ein Prinzessinnenschloss. Ja. Wundert mich auch nicht für so ein kleines Mädchen. 10 Jahre. Uiuiuiui. Was haben wir hier noch? Wow. Das ist mal eine Aussicht. Das ist mal eine Aussicht. Gut, die Bäume könnten vielleicht weg sein. Aber im Grunde genommen, das wäre eine geile Aussicht. Da raus aufs Meer. Nicht schlecht. Oder auf den See. Dezember 1947. Hat man nicht unten irgendwo einen Kalender mit November 2010? Oder war das noch in der Aufnahmesession, wo ich dachte, ich hätte aufgenommen und dann habe ich es doch nicht gemacht? Ich weiß nicht. Aber ich hatte tatsächlich vorher, hatte ich einen Kalender mit November 2010 gesehen. Jetzt haben wir hier einen November mit, also einen Kalender mit Dezember 1947. Also genau dem Jahr, wo Molly gestorben ist. Anscheinend. I Uiuiuiui. got the sense Edie had spent a lot of time Nee. here before my mom sealed the doors. Naja. Mutter hat also alle Türen versiegelt. Deswegen sind bei den Türen auch diese ganzen, ne? Diese Silikondinger an den Rändern, ne? Es ist alles versiegelt worden. Warum auch immer.
Wahrscheinlich, dass da keiner mehr rein kann. Dass man nur mit durchs Guckloch reinschauen kann. Naja. December 13th, 1947. Dear Diary, I'll be gone soon, but I wanted to tell somebody about what's gonna happen. It started when Mom sent me to bed without dinner. I woke Ohne up and I Essen. was starving, so I looked around for something to eat. Die Kleine ist ohne Essen ins Bett geschickt worden? Alter. Wie fies ist das denn bitte schön? Die Kleine darf man doch. Man darf doch Kinder nicht allein ohne. Also ohne Essen ins Bett schicken. Was soll das? Fischchen. I thought about eating Christopher, but I held back. Nein, nicht den Fisch essen. Nö. Das will ich nicht. Der arme Fisch. Okay, je näher wir rankommen, desto unschärfer wird das Ganze. Seestern? Wes. Wait, warum hat der Seestern nimmer vier Zacken und. Uiuiui, ich will das nicht wissen, warum. Was haben wir denn hier? Ein Badezimmer, okay. I kept eating and eating. Ihhh, na, boah. Boah, Alter. Boah. Also, Zahnpasta futtern, das, ne, muss nicht sein. Das ist nicht meins. I ate a lot of things that night. Sieht die überhaupt gut? Ich weiß es nicht. Sind die nicht giftig? Es muss doch giftig sein. Es muss doch sowas von giftig sein, sowas. Oh nee. Das Rennmausfutter. Oh nein, bitte nicht die angeknabberte Karotte auch noch. Oh! Nicht die angeknabberte Karotte. Die vom Hamster angeknabbert wurde. Uiuiuiui. Ja, super. Ich will ihm nicht wehtun. Was ist denn? My Halloween candy was all gone. No! Das sind keine Halloween-Bonbons mehr drin. Mann. Mom, can I come out now? Okay. It's late. Go to sleep. Okay. Mutter lässt uns nicht raus. Wir dürfen also nicht raus. Schade. Gut, dann bleibt uns hier nichts anderes übrig. Okay. Ja, super. Eine Kette. And suddenly, hä? I was a cat. What? Wie? Warte mal ganz kurz. Wir sind zur Katze mutiert? Wie? I tried to be quiet, but the bird was really scared. Ja, gut, das ist klar. Katzen versuchen halt alles zu. Alles zu krabbeln, was es gibt. Boah, Alter, ist der flink. Holy shit. Eps. So. Hui. Gar nicht so doof, das Ding. So, meine. Heps. Wow. I jumped and I almost got her. Die Katze ist sauer. Ich will den Vogel fressen. Da unten ist er.
I could tell she was getting really tired. Now I was up in the big tree. I promised Dad I wouldn't climb it anymore. All I cared about was eating that mama bird. I gobbled her up. Und zack. Weg ist er. And suddenly, I was an owl. Wow. First, wir sind eine Eule. Woohoo. Then I heard little teeth nibbling in the grass. Wie, warte mal. Was genau? Rabbits. Ah. Kaninchen. Zack. Ein Kaninchen haben wir schon mal. Oh mein Gott. Oh. Oh. Nee. Das arme Kaninchen. Oh, scheiße, nein. Um etwas Größeres zu finden. Noch größer? Alter. Was ist das denn? Was ist das für ein Spiel? Hilfe! Zack! Wieder einer mehr. Eieiei. Boah, Alter. What the hell? Boing, 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 boing. Au. Super geil. Hui. Klatsch. Klatsch. Now, I was hungrier than ever. Aber was soll ich denn jetzt futtern? Was genau soll ich futtern? So, ich dachte gerade, da wäre ein Fisch oder sowas. Ein Aal. Aber ich sehe da nichts, was ich futtern könnte. Da ist nichts. Oder bin ich blind? Ich weiß es nicht. Da! Ich kann da leider nicht. Ich kann danach nicht grabben. So, jetzt. Ham! Leckerchen! Ich habe eine Flosse abgebissen. Ja, lecker. So, wo ist er denn jetzt? Da ist er. Hab ich dich. Ham. Lecker. Hä? Ach je, jetzt bin ich eine Schlange jetzt oder was? Now I was a monster and I smelled people everywhere. Wo genau muss ich jetzt lang? I was big, but I moved real quiet. Da ist jemand. Oh, shit! Ich habe einen Menschen gegessen. Uiuiui. Ob das so gut ist, weiß ich nicht. Ich meine, gut, Schlangen müssen sich auch von irgendwas ernähren, aber. I wanted to stop, but also I didn't.
Okay, ich glaube, da ist irgendwer jemand besoffen. Hey, Pisowski. Moin. Lecker. So. Ja, und jetzt? Da raus vielleicht? Da ist er noch. Aha. So, ich muss da rein. Guck mal. After the last passenger, ups. I was still hungry. Across the water, I spotted the moon. Something I had to have. So I swam towards it. Ja, und jetzt? Ah, okay. Wir sehen immer noch eine Schlange. Okay, wir schleichen hier durch die Rohre durch. Und kommen aus dem Klo wieder raus. Alter, was ist das? Was soll das? Ja, moin. Wo bin ich jetzt? Hey. All my stomach started growling. Ja, super. Und jetzt? And suddenly, I was me again. Oh, na Gott sei Dank. Naja. Finde ich sehr, sehr merkwürdig tatsächlich. Huiuiuiui. Das war vielleicht eine Geschichte. Ja. I'm not sure if I believed all of that, but I'm sure Edie would have. Damit haben wir die erste Geschichte vollständig. Molly, 1937 bis 1947.